Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht mich so ein bisschen äh, Honigkuchen, Pferdchen, äh, strahlend oder wie das heißt, ähm, so ein bisschen in die Kamera gucken. Denn äh, es ist was, ihr seht das schon so ein bisschen. Ich habe mal die Ehrencam aufgebaut. Einige haben das mal bei mir in den Livestreams gesagt, das ist die Ehrencam. Die habe ich ab und zu mal im Startstream oder auch in der Pause, die dann irgendwo hinscheint. Hier irgendwo auf dem Schreibtisch oder so. So ein bisschen sieht man ja im Hintergrund. Ich glaube hier hinten mein mein eines Tablet, hier vorne sieht man mein anderes Tablet. Das kommt jetzt so ein ganz kleines bisschen zeitverzögert, da das so eine einfache Handycam ist, die ich hier so über IP reinbringe. Aber ich habe heute mal was ganz ganz Besonderes und deswegen heißt der Titel auch so: Der Barbar bringt ein bisschen Post. Ich habe tatsächlich Post von euch bekommen. Ich konnte es gar nicht glauben heute. Und ähm, es ist so, es ist so fürchterlich lieb, muss ich sagen. Vor allen Dingen der Inhalt ist so passend gewählt. Ähm, ich schiebe mal jetzt mein, mein Keyboard so ein kleines Stück zur Seite und äh, ich, ich, nehme, ich nehme mir mal das, das Paket hier nach vorne. Ähm, also echt krass. Hier kam heute so ein kleines Paketchen und ich denke so, hä? Äh, Wer schreibt mir? Warum muss ich mal an die Tür und muss ein Päckchen annehmen? Auch nicht schlecht oder ein Paket annehmen? Auch nicht schlecht. Und ähm, naja, irgendwo äh, schüttelt das Ganze ein bisschen. Könnte ja auch eine Bombe sein oder so. Aber nein, es war keine Bombe, sondern es war eher was so ein bisschen. Ich habe es dann so. Ich, ich habe so gedacht, Alter, das bringt so ein bisschen dein dein, dein, dein ganzes Ge dein ganzes Körpergefüge so ein bisschen durcheinander. Ähm, denn hier sind drin. Ich mach das Ding mal auf. Ähm, Entschuldigt bitte. Hier sind drin. Ganz viele Erdnüsse. Also, das ist jetzt kein Werbevideo oder sonst was, aber hier waren wirklich enorm viele oder hier sind enorm viele Erdnüsse drin. Und ihr seht das hier, das raschelt jetzt so ein bisschen. Ähm, aber ich, ich versuche das mal so ein bisschen in die Kamera zu halten. Ich bin jetzt auch nicht so der, der perfekte Unboxing-Spezialist, aber ihr habt, ihr habt gesehen, ich habe unfallfrei diese Verpackung schon mal aufbekommen, also das Päckchen. Aber ihr seht das hier. Ich habe. Ähm, Peanuts bekommen, also Erdnüsse ohne Ende, verschiedenste Sorten, verschiedenste Marken. Teilweise äh, muss ich sagen, hm, weiß ich noch gar nicht, ob ich die alle so mag. Da sind schon so ein paar, so ein paar Spezialitäten bei. Äh, ja, da würde ich sagen, hm, weiß ich noch nicht. Und, ähm, aber ihr seht das hier, das Ding ist rappel, rappelvoll hier mit, mit Erdnüssen aller Art. Also die, die nächsten Livestreams sind in jedem Fall... Irgendwo gesichert und ähm, ist wirklich krass und ich finde das, ich finde das ganz, ganz lieb, muss ich sagen. Da war noch eine ganz, ganz nette Karte auch dabei ähm, mit einem netten Gruß und ähm, also das hat mich schon so ein bisschen, naja, ich will, ich will jetzt nicht sagen, ich bin rot angelaufen, aber ich muss schon, ich habe echt geschmutzt habe gedacht, Mensch, oh, Toto, coole Sache, ähm, habe ich ja auch so noch nie erlebt. Ich mache das jetzt erstmal zu für den Livestream. Heute Abend werden wir sicherlich mal eine davon aufmachen und probieren. Und ähm, aber wie gesagt, lieben, lieben Dank auch dafür, denn das, ist, das sind so Sachen, ähm, die, die, die mache ich ja einmalig. Die habe ich echt noch nie gemacht. Und ähm, ja, ich mache jetzt aber mal die Ehrencam aus. Und dann kommen wir mal zu den Barbaren. Also, ich stelle das Paket schon mal weg und ähm, mache mal eben die Ehrencam aus. Wo ist die Ehrencam? Da ist die Ehrencamp, so jetzt ist sie aus und also nochmal echt danke. Das ist das ist total lieb, muss ich sagen, auch mit der Karte und so. Und ähm, ja, ja. Punkt. Ich kann da gar nicht mehr zu sagen. Ich kann echt nicht mehr zu sagen. Ist wirklich, ist, es, es schmeichelt mir, muss ich sagen. Naja, wir sind hier, ich bin hier im Clan Barbarian Kings und ähm, ich war oder ich bin hier noch noch zu Gast. Äh, denn äh, irgendwann im, im Livestream am Wochenende bin ich hier mit meinem Rathaus Silver reinge, reingeraten, weil ich irgendwo so mal zu, zu spät bei unseren clan Wars war, bei den Spätzen mit Soos und deswegen. Bin ich einfach mal in CK geblieben. Jetzt bin ich noch im zweiten CK da. Ich hoffe, das ist A für die nicht so schlimm und auch für die Spätze ist nicht ganz so schlimm. Aber ich habe auch gesehen, die sind auch ganz schön voll. Und wir haben ihn natürlich in den letzten Klanke gespielt. Wie wir den eigentlich mal abgeschnitten haben, ich habe ja gestern schon angekündigt, es wird ein bisschen höher. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an in so der einen oder anderen Wiederholung. Und ähm, es war schon, knackig hier, sehr, sehr viele Zilver, ein paar Elver dabei, das ist dann auch schon gewesen. Ich habe mich ja hier erst nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich hier in so einer doofen Liga war. Mittlerweile bin ich im Meister 2 und ähm, habe auch ein bisschen gespielt. Ihr seht, ich habe ein bisschen, bisschen Loot auch geholt. Ich habe zwei Bauarbeiter frei, also alles noch ganz, ganz entspannt. Dann gehen wir mal rein, einfach mal rein ins Geschehen. Und dann zeige ich euch mal ein paar Sterne. Wir fangen mal an mit einem ganz, ganz bekannteren, den Stiffmaster, äh, muss ich sagen. Äh, habe ich auch bei dem, auch bei dem ähm, Namen des Accounts habe ich ein bisschen geschmunzelt. Natürlich kenne ich auch alle, alle Kinofolgen. Der gleichnamigen Serie, sage ich jetzt mal, wo der Stiffmaster immer eine ganz, ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Und äh, mal sehen, wer sich hier geschlagen hat. Also erstmal sind wir hier jetzt im 11 Elf auf 11-Bereich. -Elf der ist allerdings auch sehr, sehr dünn gesät hier. Das macht aber nichts. Ähm, mit mit Masse spielen hier Rathaus ähm, 12er und äh, 11er. Ich glaube, ich habe ich, ich glaub, ich hab nicht mal einen 10 gesehen. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Äh, trotzdem äh, muss ich sagen, ist hier. Ist hier schon ganz gut was los? Viele Legendenspieler vor allen Dingen hier. Und ähm, ich glaube, in so einem Legendenspieler-Clan, da sind die dann schon sehr, sehr exzessiv online, auch wenn sie eigentlich gar nicht online sind, weil sie irgendwo in ihrer Lupe sind, in den Wolken. Und ähm, deswegen ähm, ist hier schon die Aktivität sehr, sehr hoch, muss ich sagen, gewesen. Ähm, was heißt gewesen? Ich bin ja noch da. Also die Aktivität ist sehr, sehr, ist sehr, sehr hoch. Und Liegt aber unter Umständen, wie gesagt, daran, dass viele Legende spielen und natürlich dementsprechend in der Woche oder am Tag sehr, sehr oft online sind, sehr, sehr häufig noch nach wie vor in der Lupe. Habe ich irgendwo gehört, soll sich, soll sich, <laughs> ich meine, das haben wir schon 300 Mal gehört, soll sich ändern. Die letzte Änderung der Wolken war ja, dass sie von weiß auf grau sind oder auf schwarz sind oder von hell auf dunkel und mehr war da dann nicht. Aber mal, aber mal sehen, mal sehen, wie sie es hinkriegen. Ich meine, so ein bisschen kann ich die Wolken auch verstehen. Ähm, denn wenn sich nicht so viele Leute in der, in der Legenden Range tummeln, die jetzt gerade frei sind, die nicht gerade einen Timer haben, also quasi äh, noch ihren Schutz haben, dann, äh, ja, dann, dann, dann findest du die Gegner nicht. Das, das ist manch, manchmal ist es auch in anderen Spielen. Teilweise merke ich das auch bei Brawl Stars, wenn ich dort ein Spiel äh, starte, egal was es ist, Brawl Ball oder was auch immer, dann dauert es immer so ein paar Sekündchen wo dann wirklich da steht, x von x Spieler und äh, dann vergeht auch schon mal so eine halbe Minute oder so. Ich meine, bei Clash of Clans sind das keine halben Minuten, bevor mal so eine Begegnung gefunden wird. Ähm, aber ich denke auch mal, in den anderen Games, je höher du so ein bisschen kommst auch, desto schwieriger ist es, solche oder überhaupt Gegner zu finden. Das ist nichts anderes als hier, wie hier auf Clash of Clans. Und der, der Worden, das ist mir die Tage schon aufgefallen, der Warden ist so ganz, ganz mutiger geworden. Ich habe mich mit jemandem unter, auf Discord da unterhalten, dass der Warden so einer geworden ist, ja, der prescht auch mal nach vorne, haben wir gerade gesehen, und der macht richtig, richtig gut, gut nicht nur jetzt äh, Damage, äh, was ähm, was was den Support angeht, also dass er auf etwas schießt, worauf gerade geballert wird, sondern der macht auch mal ganz alleine mal eben so ein Inferno dicht hier. Äh, ja, okay, nicht nicht ganz alleine, er hat ja ein paar kleinen Truppen dabei, aber krasses Ding hier vom Stiffmaster auf Weithammer von Clan Piki Blinders, hieß unser Gegner hier auch sehr sehr stark bestückt im Rathaus 12 und im Rathaus 11 Bereich. Nächster Kandidat ist gleich ein Rathaus 12, also ihr seht das, 8 auf 25, das sind natürlich sehr, sehr tief gestapelt, aber Sterne sind Sterne, Leute, und egal wie sie zustande kommen, das ist auch ein Rathaus 12 hier, und es ist äh, auch schon in der Ausbaustufe 5, also das Rathaus hier mit der römischen Ziffer 5 ist in voller Ausbaustufe, das, das sieht man auch so ein bisschen dann an dem platten Dach, wo dann später der Megatesla rauskommt, und äh, mal sehen, wie der Equinox das hier gemacht hat, also ähm, auch... Ähm, Gerade in diesen Bereichen ist es so, dass schon sehr, sehr viele auch in dieser Range 20, 25, 30, je nachdem, starke Helden haben, starke Bases haben, ihr seht das. Das ist, jetzt, das ist jetzt keine Base hier so, der ist mal gerade zu so 12. Ja. Kann man jetzt nicht so sagen, aber mit einem Luftangriff habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Mal sehen, wie er das hier geregelt hat. Und ähm, ist jetzt erstmal, erstmal mit einem kleinen Killscode hier rein. Adler, mal sehen, ob der Adler da noch fällt. Ah, der fängt jetzt schon an zu ballern. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich schade, dass der Adler anzuballen... Oh, kriegt den Adler auch nicht mehr. Okay, er kriegt den Adler nicht mehr. Er oder sie weiß ich mal. Manchmal weiß ich es ja gar nicht. Auch hier im Clan, glaube ich, tummeln sich einige, die die weibliche Note hier ganz, ganz hoch halten. Und Alter, was sind die Loons? Habt ihr das gerade gesehen? Mit dem Klonzauber. Donnerwetter. Donnerwetter. Die sind hier ja mal richtig heiß durchgegangen. Jetzt ist hier hinten natürlich noch extremer Flächen und Punktschaden von den von den Tesla. Aber da, da war ja jetzt gerade, ich glaube, da waren ja alle, alle Loons inklusive der Clones gerade in der Mitte. Und ähm, ihr hört das so ein bisschen an meiner Dokumentation. Ich habe die Angriffe nicht alle gesehen. Das könnt ihr mir glauben. Ähm, ich war jetzt gerade selber so ein bisschen überrascht. Ah, das, das ging ja mal richtig gut zu Gange. Hier hinten noch ein noch ein Babydrache, der ist jetzt zwar nicht mehr ganz so stark, weil er da andere Lufteinheiten hat. Das heißt, er hat, er hat erstmal den alleinigen Blitz nicht, aber die fliegen jetzt gleich so ein bisschen, so ein bisschen denke ich mal, wieder Richtung Mitte. Dann ist er auch jetzt, jetzt wieder, glaube ich, in seiner Fähigkeit. Also der ist ja, wenn er alleine ist und nichts in seiner Range hat, was Flugtruppen angeht, dann ist er so ein bisschen in Wut, macht ein bisschen mehr Schaden. Eigentlich sieht man das immer an so einem Blitz. Den sehe ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, die Loons sind weit genug weg. Die kleinen Skellys hier, die stören jetzt nicht wirklich. Ich glaube, die stören nicht wirklich. Denn dafür haben die, die Loons hier jetzt viel zu viel Heal Points. Und ähm, na, die schaffen das scheinbar doch noch. Aber der Babydrache hier, packt er die jetzt noch? Ah, da kommen noch ein paar Lakaien zur Hilfe. Okay. Aber der macht schön Flächenschaden hier. Also, cooles Ding hier. Da ist auch noch mal ein Baby dabei, hier hinten ist noch ein Welpe, beziehungsweise, nein, kein Welpe, da hat eine Bogenschützin überlebt. Okay, ah, cooles Ding hier. Also wie gesagt, manchmal, ich nehme auch ganz, ganz gerne aus dem Bauch raus, natürlich heißt es immer, ah, Toto, du zeigst mir die Dreisterner. Ja, die Dreisterner sind ja auch die am interessantesten, aber auch die zweisteller können immer mal sehr, sehr interessant sein. Und der Übeltäter hat mich hier reingeladen, der Dirk Dö, der Dirk Dö, nee, Dö, der Dirk Dö, ähm, hat mich hier eingeladen am Wochenende, also mal sehen. Ähm, aber ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, die können alle auch so ein bisschen angreifen, hier wird auch ein bisschen geübt, auch ich habe endlich mal wieder ein bisschen geübt hier, also meine Angriffe, auch wenn es manchmal mit einer Default-Spam-Armee ist oder aber mit einem äh, Packersmash oder sonst was. Ähm, der hier auch sehr, sehr gut durchgegangen ist, glaube ich, in, in dem Klankrieg. Und äh, ja, altes Design hier, echt altes Design. Und auch hier mit einem Päcker, äh, das ist auch so ein bisschen unterschiedliche Armee hier. Aber gerade die Päcker habe ich hier in diesem Klankrieg mal wieder gesehen, sind unheimlich dominant. Also sie sind wirklich, wirklich stark. Viele, die immer sagen, ein äh, Päcker läuft immer falsch rum und... Ähm, Macht, macht ja gar nichts, aber doch ein Päcker, ein Packer ist ein Pekka ist eine Allround-Waffe. Also ein Päcker kann tanken, ein macht extrem Schaden und ein Päcker kann richtig Schaden einpacken, also auch, also so tanken, Schaden einpacken. Und gerade wenn es darum geht, hier ein paar Infernos aufzuhalten, die Multi heißen. Schön gefriest hier. Der Multi allerdings hinten hat jetzt im Moment kein Ziel mehr. Wird Jetzt sicherlich gleich noch Ziele bekommen, gar nicht mal so viele Truppen in der Mitte, aber das sterben auch nicht ganz so viele. Also die Queen ist noch voll dabei, voll in Heilung hier, was auch immer in Heilung ist. Und hier außen ist Elektrodrache, drache Pekka dabei. Pekka, ich sag's ja noch mal. Ja, also schreibt euch das ruhig weg: 10er, 11er, 12er Pekka-Truppe ist zu nehmen. Ist zu nehmen, ist sicherlich wieder ein, einzuplanen, denke ich mal. Und äh, egal in welcher Angriffsstrategie Strategie du die Dame reinnimmst, also um es nur ein bisschen, wenn es ums Funneln geht, ein paar Gebäude wegmachen zu Anfang Oder aber auch hier in dem Hauptpart. Ähm, ich, ich wundere mich gerade, muss ich sagen, warum der E-Drache e eigentlich noch lebt. Waren da keine Luftfallen oder so? Weil er hatte ja jetzt großartig nichts mehr an Luft dabei, was jetzt was auslösen konnte. Äh, außer die Heiler. Aber dennoch, glaube ich, krasser Angriff hier, schön gemacht, Dirk. Und gehen wir mal zum nächsten weiter. Und ich bin immer noch im Moment am Schmunzeln, aber ihr seht das hier auch hier. Altes, ja, ich will nicht sagen altes Design. Es ist eine Ringbase, also mit, mit den typischen Außenringen, Innenringen und in der Mitte hast du ganz, ganz viel mit... Ähm, komplett multi Infernos in und ich man muss sagen, den habe, den sehe ich jetzt das zweite Mal und hieran könnt ihr genau das erkennen, was ich eben eigentlich gesagt habe. Also das trifft eigentlich nicht nur auf Rathaus 12 zu, das kann man so ein bisschen runterkopieren, wenn man sich so ein bisschen so die, die Strategie anschaut und auch die Bases anschaut und die Truppen anschaut, dann kann man das ganz, ganz sicher auch auf Rathaus 11 und auf Rathaus 10 runterbrechen. Im Rathaus 9 Bereich sind die Packys nach wie vor auch gut. Denn wenn es um so einen Packer-Walk geht mit Hawks am Ende, ihr kennt das vielleicht aus dem Rathaus-Neuen-Bereich, ich mache das auch immer noch sehr, sehr gerne, dann äh, wisst ihr, wie stark auch diese, diese Armee eigentlich ist. Und ähm, obwohl der Packer gar nicht mal so, so extrem hoch oder runter genervt wurde in den letzten ähm, Monaten, ähm, der größte Nerf war natürlich, dass er keinen doppelten Schaden mehr bekommt oder sie keinen doppelten Schaden mehr bekommt von den, von den Tesla. Aber Healpolt-mäßig ähm, stehen die. Sind die hier jenseits von Gut und Böse? Ihr seht das. Ich sehe hier immer noch 1, 2, drei, vier pekka Damen. Donnerwetter, das ist mal richtig weibliche Bauer hier in dem CK. Und ähm, der erste Sprung war ein bisschen versetzt. Man weiß mal, man manchmal weiß man nie genau, wie, wie weit kommt die Karre. Aber ähm, auch ich äh, setze jetzt meinen Sprung immer extremst spät, ähm, um zu sehen, kommt die Karre weit genug. Wenn nicht, dann dann hau ich den rein. Aber hier ist die Karre auch wieder durchgefahren und der Sprungzauber war eigentlich, war eigentlich verschwendet, hatte aber noch einen zweiten dabei, um hier hinten durchzuspringen. Den kann man auch ein bisschen weitersetzen, aber ich glaube, das sind trotzdem von da nach da. Ich glaube, das sind sieben Felder. Das ist eine ganz, ganz knappe Kiste. Das heißt, nee, das sind eigentlich sechs Felder. Ne? Ich glaube, eins so und ein Kästen sind vier Felder, fünf. Ich glaube, das müsste gerade so passen. Da musste den Sprung aber wirklich extrem gut gesetzt haben und schön gemacht hier 5 auf Nummer 8 hier der Steffen also Rathaus 12 auf Rathaus 12 hier oben spreche ich jetzt nicht mehr davon ob Max oder nicht Max oder vielleicht Max also hier oben geht es nur noch darum die Sterne einzufahren und das war super drei Sterne okay nach wie vor Rathaus 12 auf 12 20 auf 25 und äh, mal, mal sehen also für mich ist so eine Base immer auch wenn da wenn hier jetzt die die äh, Multi-Infernos sind, ist das schon eine Base. Da kannst du dem Adler entgegenkommen, denke ich mal, mit der Karre, mit Hexenbola Riesen. Und, ähm, denn äh, auch wenn, auch die können nur fünf Ziele nehmen. Und die Hexen machen im Moment, im Moment einfach viel, viel mehr Skelette. Sie haben richtig fette Heal Points und äh, spawnen richtig dick nach. Das schaffen, das schaffen zwei, äh, zwei Infernotürme auch nicht, so viele kleine Skelette auf sich zu nehmen. Und, ähm, naja, okay. Ich habe gerade mal wieder gedacht, ich nehme nicht auf. Aber passt schon nicht. Ihr, ihr wisst ja, manchmal labere ich mir einen Wolf und dann ist da nichts. Ähm, es ist aber was. <laughs> auch nicht schlecht. Äh, schön gemacht hier. Der Gegner hatte oftmals zwei Drachen hier in der Clanburg. Ähm, weiß nicht, ob das mal. Also es ist, es ist nervig, aber auf das. Ähm, ob das so sinnig ist, weiß ich nicht genau, weil wenn die erstmal im Gift stecken, dann blasen die nicht einmal, äh, wenn die Queen gut steht, aber auch hier die Pekis damen wieder hier mit im Endkampf dabei und ähm, hier haben wir noch einen ähm, Eisgolem, okay <laughs> einmal ein Eisgolem der geht jetzt auf auch das hier ihr seht die Range hier das ist richtig krank was der hier alles wegfriest das ist wirklich wirklich viel queen hat hier jetzt enorm viel Zeit noch so ein bisschen was wegzumachen hier hinten geht noch der King und natürlich wie soll es auch anders sein die Packers bei den Barbarian Kings das ist auch ganz, ganz witzig. Äh, die Barbarian Kings benutzen am meisten, am meisten packer da. Ähm, ist so ein bisschen. Äh, ist, fällt mir jetzt gerade so auf, dass die echt häufig hier die Packers genutzt haben. Aber ich habe auch. Ich habe auch einen Packer in einem Angriff dabei gehabt, glaube ich, bei mir. Und ähm, auch damit war ich eigentlich mit zwei Sternen und ich glaube 78% eigentlich ganz gut dabei. Das war ein Fresh-Hit. Also erstmal ein Zweier mit richtig vielen Prozenten auf, auf, die, auf meinen ersten Angriff und den zweiten, der war nicht so gut. Da habe ich einfach Brechtang probiert. Bowler, Hexen, Riesen. Hat nicht funktioniert, waren trotzdem zwei Sterne. Aber irgendwo hat es dann am Ende so ein bisschen gefehlt. Und ähm, trotzdem probiere ich immer so ein bisschen, ähm, dem, gerade den Rathaus entgegenzukommen, wenn es auf der gegenüberliegenden Seite ist, um halt so drei Sterne zu schaffen. Am Ende, aber es ist schon bock, bock, schwer. Das, das macht ihr jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, war der Klankrieg schon durch und ähm, der Gegner hat auch sehr, sehr gut gekämpft. Oftmals ähm, erstmal im gerade im rathaus bereich ist der Flash dann erstmal mit zwei Sternen, also der erste Angriff auf eine Base, sehr, sehr gut und ähm, lange Zeit war das auch hier extremst auf Augenhöhe. Und ähm, aber auch so einer gehört leider dazu, so ein 99er. Willkommen im Club. Ehre, Boss. Ehre, dem Boss hier. Willkommen im Club der 99er. Schade, das macht aber nichts. Wir haben den Clan Krieg knapp gewonnen. Wir haben den Krieg knapp gewonnen, 67-66. Ihr seht es hier, wir waren aber schon beim 66-66 nach Prozenten vorne. Hatten noch eine Base mit. Ein Stern auf, und ich glaube, da zu dem Zeitpunkt waren es noch, waren es noch 7 oder 8, 12 Wie gesagt, ich habe mich hier eigentlich so, das passt schon. Ich glaube, die Leute sind hier jetzt nicht ganz so unzufrieden mit mir. Also 79 und 62 Prozent, alles tuti. Mit ein bisschen mehr Planung, mit ein bisschen mehr Zeit wird das wird das vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe trotzdem, die kleine Folge hier auf Mittwoch hat euch gefallen. Also heute Abend, wir sind jetzt schon wieder aktuell im Klarkrieg hier. Dann sehen wir sicherlich ein bisschen was live. Also live auf. Hier unten kommt das nochmal Twitch TV. So ab 20 Uhr, 20.30 Uhr, denke ich mal, bin ich dort online. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke nicht vergessen und so weiter. Ihr kennt dieses Spielchen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Geschenke, für die Päckchen und auch für die vielen Likes und Dislikes. Also alles gut. Ich freue mich, dass euch die Folgen zurzeit mal wieder gut gefallen und dass mein Content ein bisschen cool rüberkommt. Bis dahin. Euer Toto. Flasht.